Nachdem sich der FC Barcelona die Dienste von Frenkie de Jong für die kommende Saison gesichert hat, spricht das Ausnahmetalent nun über seine Zukunft und seine Ambitionen bei den Katalanen. Stolz durfte der FC Barcelona verkünden, dass man für 75 Millionen Euro Frenkie de Jong von Ajax Amsterdam verpflichten konnte. Im Wettkampf mit Manchester City und Paris Saint-Germain konnten sich die Spanier durchsetzen. Der junge Niederländer unterschreibt einen Vertrag bis 2024 und die Ablösesumme kann durch eventuelle Bonuszahlungen noch auf 86 Millionen Euro steigen. Für den 21-Jährigen wird ein Kindheitstraum wahr. Gegenüber der holländischen Zeitung Het Contact erzählt er, Paris war eine gute Option, aber Barcelona war immer mein Traum. Ich bin froh über meinen 5-Jahres-Vertrag. Wenn es nach ihm geht, kann dieser Vertrag noch weitaus länger laufen. Sollte ich erfolgreich sein, dann besteht die Chance, dass ich den Verein niemals verlasse, so wie Messi, berichtet der Nationalspieler. Es werden bereits Diskussionen darüber geführt, was er auf seinem Trikot tragen soll. Es gibt die Idee, Frenkie auf mein Trikot zu schreiben. Nike bevorzugt diese Variante aufgrund der Verkäufe, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das möchte, erzählt de Jong weiter. Als Rückennummer hätte er gerne die 21, aber auch dazu ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Erst im Juli, wenn er offiziell in Barcelona vorgestellt wird, wird klar sein, welchen Namen und welche Nummer er fortan auf der Rückseite seines Trikots tragen wird. Thank you.